und spielen das Werk Intangible Vision von Martin Auweiler. Also ich habe als erstes die Flöte gespielt und dann ist mir das ein bisschen zu langweilig geworden. Und ich habe mir dann mehrere Instrumente angeschaut und bin dann schlussendlich zum Cello gekommen. Also meine Mama, die unterrichtet Geige und da bin ich schon relativ früh nachher von der Geige fasziniert gewesen. Und habe mit 4,5 begonnen Geige zu spielen in der Musikschule. Und 2016 bin ich nachher auf Bratsche umgestiegen, damit wir unser Quartett gründen haben können. Ich bin, bis ich 4 Jahre alt war, zur musikalischen Früherziehung gegangen. Und dort hat meine damalige Geigenlehrerin die Geige vorgestellt und dann wollte ich sofort Geige spielen. Dadurch, dass meine Mama Geigenlehrerin ist, war ich auch immer schon sehr viel mit Musik umgeben und habe zu Hause auch immer mit meiner 32er Geige schon gespielt und mit 4,5 Jahren durfte ich dann auch meinen ersten Geigenunterricht in der Musikschule besuchen. In der Zukunft wollen wir uns als Quartett und auch als einzelne Spieler weiterentwickeln und wollen neue Literatur lernen sowie einfach viele Konzerte spielen. Aber was genauso wichtig ist, wir wollen auf jeden Fall die Freude am Spielen erhalten.